Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Guide. Heute schauen wir uns die besten Lüfter an, welche du für AMD und Intel benutzen kannst. Und damit wirst du garantiert deine neuen CPUs schön kühlen können, sodass diese auch nicht laut werden und du eine perfekte Temperatur zusammenkriegst. Dabei schauen wir uns an, wie die Kompatibilität dieser Kühler aussieht, ob sie für Intel und AMD geeignet sind. Und genauso habe ich auch rausgesucht, die sind oft immer geeignet. Des Weiteren schauen wir uns auch die Lüftleistung an. So gibt es Lüfter, die sind kleiner, aber können dafür kleine CPU auch leise kühlen und du brauchst nicht so viel Platz. So gibt es keine Probleme mit RAM, die man nicht richtig reinmachen kann. Des Weiteren schauen wir uns dann auch noch die Geräusche an, da manche Kühler leiser sind oder auch lauter, je nachdem welchen Lüfter sie haben oder ob sie vielleicht zwei Lüfter drin haben, um das zu verbessern. Und wir schauen uns natürlich auch den Preis an. Dabei habe ich die Lüfter vom schlechtesten bis zum besten sortiert und genauso ist auch der Preis, der wird nämlich immer teurer. Los geht es mit einer relativ unbekannten Marke, welche Enermax CPU Kühler N31 Power hat. Power heißt, dieser kommt mit drei Heatpipes daher und schwingt zwischen 800 und 2000 RPM. Diese 800 und 2000 RPM ermöglichen es in ihm, wenn du nicht viel machst, sehr leise zu sein. Allerdings dieses 2000 nach oben ist ein bisschen ein Nachteil, denn wenn er mal so hoch geht, dann kriegt er auch viel Leistung, kriegst bis zu 150 Watt Leistung. Aber dadurch wird es natürlich auch nicht so leise sein, es ist dann nicht mein angenehmes System. Also solltest du einen Kühler suchen, mit dem du schwierige Arbeiten machen willst, wie zum Beispiel Game, dann ist der nicht dafür. Aber für leichte Aufgaben wie zum Beispiel Word oder so, kriegst du einen Lüfter, weil er immer schön leise ist und auch die Option hat. Des Weiteren kommt er auch zum guten Preis her. Du bezahlst nicht mal knappe 20 Euro. Das heißt, hier kannst du wirklich nicht beklagen. Und im Vergleich zu so einem Stockcooler, den du von Intel kriegst und von AMD, der ist auch noch immer noch besser, dann kriegst du ja wirklich ein Schnäppchen, verbesserst dich auf jeden Fall. Weiter geht es mit dem Lüfter von Be Quiet. Be Quiet ist dafür bekannt, Leisenlüfter herzustellen, die aber trotzdem Leistung bringen. Und genau das macht auch dieser Lüfter. Und zwar gibt es hier einen Be Quiet Pure Rock CPU Kühler. Dieser kommt mit vier Heatpipes daher, was gut ist, um die Wärme schnell zu transferieren zu den Heatpipes, sodass sie vom Lüfter weggetragen werden können. Und er kann auch wieder bis zu 150 Watt Leistung machen, wie der vorherige. Allerdings ist er bei diesem Leistungsmachen um einiges langsamer. Was heißt, die Lüfter gehen nicht so schnell hoch und sind dafür auch gut gedämpft. Das heißt, der Lautstärke wird nicht schnell übertragen. Und das Schöne ist, es gibt auch eine schwarze und eine silberne Version. Das heißt, wenn du was wirklich stylisch willst, dann gibst du 5 Euro mehr aus, kriegst eine schwarze Version und kannst ihnen ein schönes Gehäuse machen. Da kannst du wirklich auch schöne Builds realisieren, weshalb ich den auch empfehle. Des Weiteren habe ich ihn selber daheim benutzt und die Installation ist recht leicht möglich. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, aber ich habe es versucht allein zu machen. Wenn du dir allerdings die Anleitung anschaust, geht es alles super und es geht auch ohne Probleme. Das ist das Wichtige. Des Weiteren, auch wenn du ihn auf dein Mainboard montierst, geht er nicht in die Quere von RAM oder so, durch sein Design, was es einfach angenehmer macht. Und der Preis ist hier zwischen 30 und 40 Euro, was ein bisschen teurer ist als der vorherige. Dadurch kriegst du allerdings auch einen leiseren und leistungsfähigeren CPU-Kühler, weshalb ich dir den empfehlen kann, wenn du ein bisschen mehr Geld übrig hast. Weiter geht es mit dem Lüfter von Noctua. Und zwar ist dieser Lüfter nicht für normale Gehäuse geeignet, sondern eher für so ganz schmale Gehäuse. Und den kannst du dafür benutzen, auch in den schmalen Gehäusen einen relativ großen Lüfter reinzumachen mit viel Heatpipes und einen Lüfter oben drauf, sodass du die Luft rausbeförderst. Das heißt, den machst du wie so ein AMD-Stockcooler drauf und der Lüfter ist oben anstatt an der Seite. Das ist eben für kleine Gehäuse praktisch. Dafür allerdings auch nur zwei Heatpipes. Und der Preis ist auch nicht mehr so dolle. Da es in diesem Bereich nicht viele gibt, ist natürlich wichtiger, ein Premium-Produkt zu finden, wo leise ist. Denn gerade in so kompakten Gehäusen kann es schnell mal laut werden oder viel Hitze entstehen. Und deswegen haben sie hier was Gutes angeboten. Kostet allerdings auch um die 50 Euro, was natürlich nicht so gut ist. Und des Weiteren, da er einen kleineren Kühler hat, ist er auch etwas lauter, was dann wiederum Nachteil gilt. Aber dafür hast du auch einen kleinen Build und ich denke, für diesen Sinn ist er perfekt. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Kühler und zwar schauen wir uns wieder einen Kühler von Be Quiet an. Doch dieser Kühler ist um einiges größer und hat auch mehr Power. Und zwar ist der Be Quiet Dark Rock 4 Pro CPU Kühler. Diesen Kühler brauchst du nicht für einen normalen CPU, wie zum Beispiel Ryzen 3600. Diesen CPU Kühler brauchst du, wenn du zum Beispiel 12 oder 16 Kerne hast und du auch entsprechend Leistung hast, denn er kann bis zu 250 Watt Wärme entfernen. Und das reicht eigentlich für jeden Kühler aus. Des Weiteren hat er 7 Heatpipes und du siehst es auch, wenn du ihn dir anschaust, er ist wirklich groß und
hat auch sogar zwei Lüfter. Und diese zwei Lüfter sind auch wieder sehr praktisch, denn dadurch, dass er so groß und so viel ist, kann er auch schwere Aufgaben wie zum Beispiel Video-Editing oder Games leise verarbeiten. Was heißt, du kannst ihm schwere Aufgaben geben und er wird trotzdem fast keine Geräusche machen, die es noch leicht bewältigen, da er noch viel größere Aufgaben geeignet ist. Und des Weiteren kommt er in Schwarz daher, was das Design sehr schön macht. Es gibt auch noch eine andere Farbe, die sieht allerdings jetzt nicht ganz so schön aus, weswegen ich nur auf die verlinken würde. Und des Weiteren hat er einen sehr leisen Betrieb, eben durch die Lüfter. Und die Lüfter von Be Quiet sind auch so optimiert, dass sie wenige Reduktion machen, also dass es wenig Vibration gibt. Und das sind natürlich auch die Vorteile von dem.